Was haben wir gejubelt, was haben wir getrauert und was haben wir gefeiert? Die Heim-EM 2024 ist so gut wie vorbei und ist schon jetzt eine unvergessliche Zeit für viele Fußballliebhaber geworden. Und insbesondere die Fans sorgten während der letzten 4 Wochen für viele großartige Momente. Daher wollen wir euch in diesem Video die kuriosesten und außergewöhnlichsten Fanmomente der EM präsentieren. Mit dabei sind bewegende Massenchoreografien, krasse Stories, aber auch lustige Clips. Es wird also unterhaltsam, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit den wohl feierwütigsten Fans der EM, mit den Schotten. Die Schotten nahmen schon vor dem Eröffnungsspiel halb München auseinander und sorgten auch im weiteren Verlauf der Gruppenphase für viele kuriose Bilder. Wie zum Beispiel hier, als sie die Straßen Kölns mit ihren Dudelsäcken einnahmen. Oder hier, als sie einen deutschen Fan dazu brachten, ihnen vom Balkon ein paar Flaschen Bier zuzuwerfen. Komplett übertrieben hat aber auch dieser schottische Fan, der es für eine gute Idee hielt, einfach mal unbekleidet in den Rhein zu springen. Er fand natürlich schnell den Weg wieder raus und seine Kollegen hatten etwas zu lachen. Trotzdem sollte man aufgrund der Strömungen sowas auf keinen Fall nachmachen. Übrigens, wo wir gerade bei den schottischen Fans waren, auch die Niederländer haben bei dieser EM bewiesen, dass sie für ordentlich Stimmung sorgen können. So brachten sie zum Beispiel die Innenstadt von Hamburg mit ihren Fan-Choreos regelrecht zum Beben. Machen wir weiter mit diesem Fan-Moment, der zunächst vielleicht etwas verwirrend wirkt. Was ihr hier gerade gesehen habt, waren England-Fans, die kurz vor Abpfiff des Spiels England gegen die Slowakei, als England 1:0 in Rückstand war, schon das Stadion verlassen hatten. Und zwar dummerweise. Denn dadurch verpassten sie das wohl spektakulärste Tor der EM von Jude Bellingham, der in der vorletzten Minute der Nachspielzeit mit einem Fallrückzieher zum 1:1 ausglich. Das Spiel ging danach in die Verlängerung und England konnte den Einzug ins Viertelfinale noch klar machen. Ob die Fans allerdings zurück zu ihren Plätzen gekommen sind, ist unbekannt. Auch dieser England-Fan dürfte seine Entscheidungen an diesem Tag bereut haben. Er hatte nämlich dermaßen einen im Tee, dass er an einem Hauseingang fest eingenickt war. Das Verhängnisvolle, drumherum waren Dutzende andere England-Fans, die sich einen Spaß daraus machten, ein Bierglas auf seinem Kopf zu balancieren und es immer weiter auffüllten, bis es irgendwann umfiel. Als nächstes kommen wir zu einem der größten Gewinner der Heim-EM, den vor wenigen Wochen tatsächlich noch keiner kannte. Und zwar ihm hier. André Schnurer war vor der EM ein eigentlich gewöhnlicher Saxophonist, der nebenberuflich als Straßenmusiker und auf privaten Veranstaltungen auftrat. Schon in München beim Eröffnungsspiel sollte sich das allerdings ändern. Hier gingen nämlich erste Videos von ihm viral, wie er von Fans umjubelt mit seinem Saxophon bekannte Fußballhits anstimmte. Auch für das nächste Spiel gegen Ungarn reiste er nach Stuttgart und sorgte dort für Stimmung. Diesmal gingen Clips von ihm sogar international viral. Auch beim dritten Gruppenspiel der deutschen Elf entstanden unvergessliche Bilder mit ihm am Saxophon. Spätestens zu Beginn der K.O.-Phase war er dann schon deutschlandweit bekannt, hatte schon hunderttausende Instagram-Follower und stand beim Achtelfinale gegen Dänemark in Dortmund sogar gemeinsam mit Major Tom-Sänger Peter Schilling auf der Bühne. Er selbst schreibt in seiner Insta-Bio übrigens "Love is the answer" und das hat er mit seinen EM-Auftritten, die tausende Menschen in Euphorie vereint haben, definitiv bewiesen. Auch Cristiano Ronaldo sorgte bei dieser EM wieder für einige skurrile Momente. Allerdings nicht wegen seiner Leistungen auf dem Platz, sondern weil die Fans in seiner Gegenwart scheinbar einfach verrückt werden. Vor allem die jungen Fans. So auch der 10-jährige Berat.
Er stürmte in der 68. Minute des Spiels Portugal gegen die Türkei, nämlich auf den Platz und sprang vorher noch 2,50 Meter von der Tribüne auf den Rasen. Sein Ziel war dabei ganz offensichtlich. Er rannte nämlich direkt zu Ronaldo und wollte nur schnell ein Selfie machen. Danach stürmte er sogar noch den Ordnern davon und selbst die Polizei, die ihn danach in Empfang nahm, hatte keine Strafe für Behrert, sondern eher Respekt vor dem kleinen Jungen. Die Polizei fand es halt richtig cool, haben sogar gesagt, zeig mal das Foto und haben es halt richtig gefeiert. Auch dieses kleine Einlaufmädchen ging viral, weil sie bei Ronaldos Anblick absolut starstruck war. Allerdings gab es auch einen Fan-Moment, der zeigte, dass die Bewunderung der kleinen Fans für CR7 auch gefährlich werden kann. Nach Portugals 0:2 Niederlage gegen Georgien wollte Ronaldo gerade in den Spielertunnel gehen, als auf einmal ein minderjähriger Fan vom Dach des Tunnels einfach zu ihm springen wollte. Er konnte von einem Ordner noch abgefangen werden, aber die Situation war so skurril, dass selbst Ronaldo kurz perplex war. Dem kleinen Fan ist übrigens nichts Ernsthaftes passiert. Eins der kuriosesten Spiele der Heim-EM war ohne Zweifel das Achtelfinale zwischen Dänemark und Deutschland. In der ersten Halbzeit fing es nämlich so brachial zu schütten und zu gewittern an, dass das Spiel unterbrochen werden musste. Danach zeigten sich dann unglaubliche Szenen. Tausende Fans verkrochen sich unters Dach und flüchteten vor den Wassermassen, die vom Stadiondach auf die unteren Ränge der Tribüne fielen. In all diesem ungemütlichen Getümmel gab es allerdings zwei Dänemark-Fans, die einfach das Beste aus der Situation machten und feiernd in den Regenwasserfällen duschten. Der nächste Fan auf unserer Liste ist für die meisten von euch kein Unbekannter. Und zwar Marvin Wildhage. Der YouTuber ist für seine krassen Undercover-Aktionen bekannt. Aber für die EM dieses Jahr wuchs er nochmal über sich hinaus. Und zwar, indem er es gleich zweimal schaffte, sich auf unfassbare Weise der Nationalmannschaft zu nähern. Das erste Mal gelang ihm dies beim ersten öffentlichen Training der Nationalmannschaft noch vor dem Eröffnungsspiel. Und das mit einer krassen Strategie. Er kundschaftete nämlich schon im Vorhinein das Trainingsgelände der Nationalmannschaft und das Carl Zeiss Stadion in Jena, in dem das öffentliche Training stattfinden sollte, gründlich aus und kam dabei auf eine spektakuläre Idee. Er würde einfach einen schwarzen VW-Van mieten, wie der DFB sie für den Transport von einzelnen Spielern nutzte. Den Van musste er noch mit extra Folierungen ausstatten, damit sein Auftreten auch glaubwürdig ist. Dann legte er sich noch Original-Trainingskleidung der Nationalmannschaft zu und fälschte für sich und seinen Fahrer sogar Mitarbeiterausweise, damit er die Sicherheitskontrollen beim Training problemlos überwinden konnte. Und tatsächlich schaffte er das Unglaubliche. Er passierte alle Securities und stand auf einmal am Spielfeldrand neben den Nationalspielern. Und dann ging er sogar mit auf den Trainingsplatz und das hier passierte. Ich kenne die Übung gar nicht. Ich kenn dich. Ich habe gerade mal 3 Schritte auf den Platz gemacht und schon habe ich meinen ersten Freund in der Mannschaft gefunden. Problem ist nur, die Freundschaft hat nicht lange gehalten, denn dann kam der Coach. Wer bist du? Marvin, hi. Marvin, hi. Von der U21. Ich wäre wirklich eine Bereicherung. Ja, aber da musst du mit dem Chef reden. Auch wenn dies schon spektakulär war und sein Video von der Aktion viral ging, reichte das Marvin noch nicht und er setzte beim Eröffnungsspiel noch einen drauf. Sein Plan diesmal: als Maskottchen unerkannt bis auf den Platz gelang. Dafür ließ er sich für üppige 5.000 Euro ein originalgetreues Kostüm des EM-Maskottchens Albert in China anfertigen und das hier war sein erster Eindruck. Also ich bin zufrieden. Bewegungsfreiheit, sieht stylisch aus, ist schön warm, angenehm. Ich werde mich, glaube ich, wirklich totschwitzen an dem Tag. Aber das ist ja egal, solange ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel anfeuern kann. Seiner Infiltration des Eröffnungsspiels stand also nichts mehr im Wege, außer natürlich zahlreiche Sicherheitskontrollen, Security-Mitarbeiter und Co. Aber Marvin Wildhage wäre nicht Marvin Wildhage, wenn er es nicht geschafft hätte, all diese Hürden zu überwinden und am Ende tatsächlich als Maskottchen auf dem Spielfeld zu stehen. Mama, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin im Stadion, bei der EM. Das glaubt mir kein Mensch. Leider muss aber auch dazu gesagt werden, dass die beiden Aktionen wohl nicht folgenlos bleiben. Zum einen deckten seine Videos große Sicherheitslücken bei der Orga der EM auf, die danach heiß diskutiert wurden. Zum anderen wurde Marvin schon von der UEFA abgemahnt und muss sich bald wahrscheinlich auch noch vor Gericht wegen Urkundenfälschung verantworten, wobei die Chancen leider hochstehen, dass er zumindest eine Geldstrafe erhalten wird.
Deshalb checkt am besten direkt mal Marvins Kanal und seine Videos aus und lasst ihm ein Abo zur Unterstützung da. Wo wir schon bei einem YouTuber sind, kommen wir doch direkt zu den Influencern im Allgemeinen. Denn diese sorgten bei der EM für einigen Unmut. Vor allem bei den Deutschlandspielen gab es nämlich zahlreiche Influencer, die die Ränge belegten. Dabei filmten sie sich meist selbst mehr als das Spiel und das aus gutem Grund. Viele von ihnen hatten sich die Karten nämlich über ihren Influencer-Status besorgt oder sie von Werbepartnern gestellt bekommen, allen voran einem der Hauptsponsoren der EM, nämlich AliExpress. Dies fanden viele Fans so gar nicht gerecht, wie dieses Meme hier zeigte. Widerstand! Widerstand! Widerstand gegen was? Gegen Influencer! Wieso das denn? Und gegen den ganzen... Weil sie uns die Plätze wegnehmen! Am Ende sorgten natürlich auch einige der Stadion-Vlogs von echten Fußball-Influencern für Begeisterung. Trotzdem waren Influencer während der EM im Allgemeinen eher ein heikles Thema. Auch wenn man sie als Moderatoren nicht direkt als klassische Fans bezeichnen kann, sorgte auch das Duo Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger für einen kuriosen Moment vor laufender Kamera. Wir haben die Sendung mit Cristiano Ronaldo begonnen und sagen wir mal so, wir beschließen sie auch fast mit ihm, zumindest mit seinem Nachwuchs, denn sein Sohn, der hat gestern seinen 14. Geburtstag gefeiert im Deutschland-Trikot. Da was, ist aber was los bei denen hier. Jetzt? Was Guck sagt mal. Uns das jetzt? Wo schaust du hin? Ach, Basti. Auf das Trikot. Ja, ich auch. Natürlich dürfen in einem Video über die kuriosesten Fanmomente der Heim-EM auch die türkischen Fans nicht fehlen. Denn spätestens beim Viertelfinaleinzug der türkischen Nationalmannschaft waren die Fans außer Rand und Band. Es kam in vielen deutschen Städten zu Fanmärschen und Autokorsos brachten zahlreiche Innenstädte quasi zum Erliegen. Vereinzelt kam es zwar auch zu Fans, die den Wolfsgruß zeigten, der mit der rechtsextremen Ülkücü-Bewegung in Verbindung gebracht wird. Der Großteil der Fans feierte aber friedlich und war einfach nur stolz auf die historische Leistung der Mannschaft um Shootingstar Arda Güler. Und welcher Moment war euer persönliches Highlight dieser EM? Und soll Deutschland sich bewerben, bald wieder ein Großturnier auszutragen? Vielleicht die Olympischen Spiele oder eine WM? Schreibt es uns mal in die Comments und abonniert ansonsten unseren Channel für mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.